Ja, Gerald, leider in der ersten Runde ausgeschieden. Worin siehst du die Gründe dafür? Ja, also ich habe mir von Anfang an schwer dann meine Aufschlagspiele zu halten und habe dann natürlich auch sehr viel Druck gehabt, von der Grundlinie die Punkte zu gewinnen, und das ist mir auch nicht leicht gefallen heute. Und ja, habe mich dann noch zweimal zurückgebreakt und dann im Tiebreak den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. Ja. Im zweiten Satz ist dann was passiert aus deiner Sicht? Ja, er hat ein erstes gutes Game gespielt. Ich habe gleich meinen Aufschlag verloren, dann serviert er durch und ich bin gleich mal 3-0 hinten. Ja, ich habe versucht, jeden Punkt zu fighten und schauen, dass ich es nochmal über die drehe, aber hat dann leider nicht funktioniert. Ja. In Summe, deine Saison trotzdem bis jetzt ziemlich gut verlaufen, du bist erstmals unter die Top 200 vorgedrungen, kann man durchaus zufrieden sein, oder? Genau, ja, also ich habe gute letzte 5 Wochen gespielt und ich glaube auch, dass ich mich verbessert habe, überhaupt, konstantes Spiel, und ja, ich habe jetzt eine gute Ausgangslage für das kommende Jahr und da werde ich sicher voll angreifen. Was ein paar Mal doch aufgefallen ist, dein sehr extremer Vorhandgriff erschwert es doch manchmal, bei einigen Bällen unter Ball noch zu kommen, oder? Definitiv. Also ich bin dann auch teilweise zu weit hinter der Grundlinie gestanden und habe fast einen direkten Punkt bekommen, wenn er ein bisschen kürzer gespielt hat. Ja. Ich spiele leider nicht so oft auf Hardcourt, vielleicht hat es auch deswegen, ja. Hat es auch damit zu tun, dass ich mir einfach schwerer tue mit meiner Vorhand auch, aber der Platz ist langsam, es hätte schlimmer sein können, und das war heute nicht der Grund, warum ich verloren habe. Ja. Ist es auch ein Punkt, aber trotzdem, wo mit Ingo Neumüller, deinem Trainer, jetzt dann in der Vorbereitung ein bisschen mehr angesetzt noch werden wird? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe die US Open gespielt auf Hartplatz. Ich habe davor ein Jahr lang kein Turnier auf Hartplatz gespielt. Also da fehlen mir auch einfach die Matches, und es ist ein anderes Spiel als auf Sand. Und ja, in Zukunft werde ich mehr auf Hartplatz spielen müssen und natürlich dann auch mehr Selbstvertrauen bekommen auf Hardcourt, was da nicht mehr so schlimm ist mit meinem Griff. Bist du so gesehen die Erfolge jetzt nicht vergleichend, aber der Rafael Nadal der Challenger Tour? Na, das kann man leider nicht sagen. Das geht sich nicht ganz aus. Wie geht es jetzt für dich in den nächsten Wochen weiter? Ich spiel jetzt da noch fertig mit Andy. Ich hoffe, wir können morgen eine Überraschung bringen und erste Runde gewinnen. Und ja, dann spiele ich nächste Woche nichts, dann noch ein Challenger in Marokko, in Casablanca, dann die Woche drauf in Bratislava. Dann ist die Saison für mich vorbei und es geht 2 Wochen in Urlaub und dann... Wohin geht's? Nach Spanien. Mhm. Und dann beginnt die Vorbereitung für Australien. Mhm. Im Doppel habt ihr ja nicht so die angenehmste erste Hürde erwischt, oder? Ja, ich sag, da hätten wir es besser erwischen können, aber... Null Nester, darf ich einwerfen an der Stelle. Wir freuen uns beide aufs Match und wir haben nichts zu verlieren und wir werden einfach drauf losspielen und Spaß am Platz haben. Und ja, im Doppel kann viel passieren, man weiß nicht. Mhm. Dann in diesem Sinne viel Spaß eben. Danke. Danke dir.